Auch das Dach hier muss aus Stein bleiben. Hier muss Stein sein. Hier muss, Moment, ich habe mich, glaube ich, vertan. Hier muss eine Stufe hin. So muss es aussehen. Genau. So müsste es aussehen. Hier müsste auf jeden Fall eine Stufe sein. Hier, hier und hier. Selbstverständlich dann auch hier. Es geht hier alles immer noch ein bisschen höher. Was mache ich denn? So natürlich nicht. Bis hier und dann praktisch um den Schornstein herum. Um den Schornstein herum. Da brauchen wir jetzt keine normalen Bruchsteine mehr, sondern nur noch die Treppen. Ob ich das jetzt hinkriege? Nein, natürlich nicht. Da muss ich es anders machen. Da muss ich hier unten einen Erdblock setzen, damit das funktioniert. So. Bis hier muss das gehen. Es schließt dann alles ab und das Steindach ist somit fertig. Alles klar. Und jetzt können wir ganz normal weitermachen mit dem Holzdach. Wir können das ganz normal standardmäßig fertig bauen. Vorher machen wir hier noch die Grundlage für das Fenster oder für den Balkon. Das wird so ein Rahmen werden. Der geht hier hoch. Mal gucken, wie hoch der jetzt wird. So hoch müsste er eigentlich sein. Das reicht. Genau, dann hat man hier eine Tür und vielleicht noch irgendwie so ein Fenster oder so, weiß ich noch nicht. Und hier draußen würde dann ein Balkon sein. Der würde dann aus Fichtenholz vom Untergrund her bestehen, aber den mache ich nicht aus diesen viereckigen Blöcken, sondern das mache ich auch irgendwie noch mit Treppenstufen, aber halt jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal runter und machen normal mit dem Dach weiter. Wo habe ich da meine ganzen Stufen? Hier sind noch Fichtenholzstufen. Mehr habe ich auch gar nicht. Nehmen wir das erstmal hier alles raus. Das ganze Fichtenholz hier einfach mal raus. Das packen wir dann in eine andere Truhe. Am besten das ganze Holz sowieso hier raus. Dann haben wir hier schon mal kein Holz mehr drin. Nicht, dass wir das alles in verschiedenen Truhen nachher verteilt haben. Das ist alles Holz. Das ist Holz. Ansonsten ist hier nichts mehr aus Holz. Gut, die Bücherregale, aber das ist wieder was anderes. Erde. Erde ist hier drin. Dann packen wir hier nämlich das ganze Holz jetzt rein. So, da kommt alles rein. Feuerzeug brauchen wir auch nicht mehr. So, bis jetzt hat nichts angefangen zu brennen. Alles klar. Zack, zack, zack. So, weg damit. Und wir machen jetzt erstmal unser Standardprogramm. Den Hunden geht es noch gut. Die freuen sich, dass sie hier sein dürfen. Ja, lassen wir so. Lassen wir so. So natürlich nicht. Da nicht, da geht's weiter. So, ab jetzt können wir direkt oben weiter bauen. Brauchen wir hier unten. Ich brauchte nicht mal ein Baugerüst aus Erde bauen. Das mache ich sonst immer, wie die Häuser größer sind. Hier brauchte ich das nicht mal. Juhu! Juhu! Hier wird kein Fenster sein. Hier machen wir erstmal, weiß ich nicht, ob hier noch nachträglich, wenn ich jetzt finde, dass das nicht so gut aussieht, kann ich immer noch nachträglich irgendwo ein Fenster einbauen, aber im Moment sehe ich das jetzt nicht so. Hier muss allerdings jetzt wieder
ungecraftetes Fichtenholz rein. Jetzt habe ich das, habe ich dann doch noch unten vergessen. Das ganze Haus soll ja aus ungecraftetem Fichtenholz bestehen. Das heißt, das nehme ich jetzt erstmal mit hoch. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber auf jeden Fall hätten... Huch! Das war etwas zu stürmisch. Auf jeden Fall haben wir davon erstmal ein bisschen was, wollte ich jetzt sagen. Und mit Fenstern können wir auch nochmal sehen. Hier kommt eine Treppenstufe hin. Dann geht das hier treppenartig weiter. Jetzt brauche ich die Erde zur Hilfe. Damit das Holz, damit ich das in der richtigen, damit ich das waagerecht legen kann. So. Toll. Ein Block oben. Das Ganze kommt wieder weg. Und hier können wir jetzt wunderbar weitermachen. Das gleiche mache ich noch eben auf der anderen Seite. Das gleiche machen wir noch mal eben auf dieser Seite. Hier wird eine Treppenstufe sein. Also hier kommt wieder Erde hin. Und dann machen wir so. Reicht das jetzt? Müsste ja reichen. Mann, so doch nicht. Und bau doch vernünftig, Mensch. Ja. Ja. So sollte es aussehen. Hier kann also überall noch Holz sein. Das muss weg. Alles klar. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ist eigentlich auch egal, ne? Ich baue einfach mal hier weiter. Das kann wieder weg. Jetzt geht es wieder an die Stufen. Und schwuppdiwupp. Zack, zack, zack. Ach, bauen wir hier mal gleich das ganze Ding komplett hoch. Warum auch nicht? Da. Nö. Nicht gut. Das muss anders kommen. Das muss ich mir nochmal irgendwie anders überlegen. Aber so wollen wir das nicht haben. Wie sieht denn das? Kann man das nicht irgendwie so bauen? Ich glaube, das mag ich dann doch noch lieber leiden. So machen wir es. So bauen wir. Also langsam nimmt das Haus Gestalt an. So langsam wird das so ein schönes Trapperhaus mit einem etwas hochwertigeren Kamin, mit einer hochwertigeren Kaminanlage, kann man sagen. Das ist also richtig mit Glas und einem hohen Schornstein, nicht so ein 0815-Ding. Ich wollte erst einfach einen Ofen in dieses Haus setzen, aber dann habe ich mich doch für einen Kamin entschieden, auch wenn das halt ein bisschen eigenartig aussieht, dass jetzt ein Teil des Hauses von außen aus Stein gebaut ist. Aber anders geht das halt nicht, wenn man offenes Feuer hat. Was soll man da machen? Da muss man sich halt so ein bisschen anpassen. Da muss man sich halt so ein bisschen anpassen. Wenn man erstmal im Fluss ist, ist so ein Dach auch ziemlich schnell fertig. Wir haben es jetzt gar nicht, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel, was wir machen müssen. Der Tag neigt sich dem Ende, es wird schon wieder Nacht und es sieht so aus, als wenn ich das Gröbste zum Einbruch der Nacht fertig habe. So, hier muss jetzt noch... Ja, da muss ich leider jetzt... Das ist jetzt ein bisschen doof. Oh, da muss ich mich gleich wieder hochgraben. Nein, das mache ich nicht. Ich baue mir hier oben jetzt eine Crafting-Truhe. Ich baue mir hier oben jetzt eine Truhe auf dem Dach. Hat auch nicht jeder eine Crafting-Truhe auf dem Häuserdach. Schnell, 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 schnell. Oh, ja, so viel.
die brauche ich gar nicht. Machen wir mal 18 Stück von den Dingern. Mehr brauchen wir definitiv nicht. So. Bevor wir uns jetzt schlafen legen, das machen wir jetzt eben noch ganz schnell fertig. Zack, zack, zack. Schnell, 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 schnell. Unten rennt schon eine Spinne durch die Gegend. Aber die kann hier oben, so kann ich hier oben eigentlich Fackeln draufstellen. Die kann ich nicht. Komplett nicht. So, jetzt habe ich eigentlich alles da. Jetzt kann ich sogar den Schornstein noch fertig machen. Ich habe hier alles oben. Dann würde ich nämlich das ganze Ding, würde ich mir die Freiheit nehmen. Setzen wir da noch einen Block drauf jetzt oder nicht? Nee, setzen wir nicht. Wir setzen jetzt einfach dieses Ding da drauf. Setzen wir da noch so eine Platte jetzt drauf, ob das wohl aussieht? Jo. Wieso auch nicht? Alles klar. Hier müssen allerdings Fackeln hin. Und runter! Ah, mit dem Balkonfenster, das gefällt mir noch nicht so, aber ansonsten ist das doch schon ganz nett. Hast dir so gedacht, wa? Ich hab dich gehört. Wieso ist eigentlich hier kein Fenster? Wieso ist hier kein Fenster? So. Schwuppdiwupp. Und ab ins Bett. Also ich hatte das richtig eingeschätzt. Hier brennt wirklich tatsächlich nichts. Hier können wir noch so eine kleine Fackel hinstellen. Oder zwei erstmal. Die Erde hier wegmachen. Jetzt beginnt man schon mit den... Jetzt beginnt man leicht... Mit den leichten Schönheitsarbeiten beginnt man jetzt schon. Ich würde jetzt gerne, dazu muss ich allerdings nochmal runterspringen, die Grundlage für den Balkon schaffen. Da muss ich allerdings, wie gesagt, nochmal hier hin, weil da nämlich umgedrehte Treppenstufen dran kommen. So sieht's gut aus. Ja. Sollte ich da jetzt noch so einen dran knallen? So? Nicht gehört! Das gibt's doch nicht! Zum Glück hat er nichts kaputt gemacht. Immer das Gleiche. Aber ich muss sagen, dass mich ein Creeper erwischt, passiert ziemlich selten. Also das ist jetzt nach langer Zeit mal wieder passiert. Wenn das so draußen passiert, ist ja nicht schlimm. Schlimm ist das immer, wenn das irgendwie im Haus passiert oder so. Das ist immer echt dramatisch. Oder jetzt ein Creeper noch näher am Haus steht, dass das Haus beschädigt ist. Hier ist nichts passiert. So, schuppdiwupp ist der ganze Schaden schon wieder behoben. Weiter geht's. Jetzt muss ich mir gerade nochmal überlegen hier mit den Stufen. Also hier sollte noch eins dran. Ja, so können wir... So sieht's besser aus. Und wir können das sogar so machen. Jetzt gehe ich allerdings wieder nach oben. Jetzt gehen wir allerdings wieder nach oben. Das ist ja noch ein bisschen klein, das ganze Ding. Wir haben ja hier auch... Also erstmal stellen wir hier oben jetzt eine Crafting-Truhe hin. Da ist ja eine, die habe ich ja eben oben fürs Dach schon gebraucht. Wo stelle ich die denn mal hin? Hier darf ich sie nicht hinstellen. Sollte man nicht vergessen. Da darf die also auf jeden Fall nicht stehen. Ich stelle sie mal hier hin. Da kann sie durchaus stehen. Machen wir nochmal ein paar von diesen Platten. Jetzt haben wir 22 an der Zahl. Hier rennen mir noch zu viele Creeper rum. Das ist Käse. Feier mal eben wieder einsammeln. Hier rennen mir noch zu viele Creeper rum. Sieht ja auch cool aus, das Haus da unten. Ich stelle hier mal eben so ein paar Fackeln hin. Also hier ist es mir noch... Ich glaube, das ist hier alles noch mächtig dunkel nachts.
Okay, okidoki. Diesen Schönheitsfehler wollen wir auch mal eben beheben. So, alle in eine Richtung. Da hinten spielt es keine Rolle. Wo wir gerade dabei sind, gucken wir uns das hier nochmal an. Auch hier ist alles in einer Richtung. Hier auch nicht. Guck an. So muss es sein. Und dann passt es jetzt auch alles. Ich überlege mir jetzt gerade, wie das wohl aussieht. Aber nee. Wie das wohl aussieht, wenn man das jetzt hier verlängern würde. Sieht sowas aus? Kann man sowas machen oder ist das assi? Ich glaube, das sieht nicht aus. Das ist zu grob. Kann ich mir später nochmal Gedanken drüber machen. Machen wir jetzt noch nicht. Das gehört schon zur Hausverzierung. Das gehört schon zur Hausverzierung. Das lassen wir erstmal weg. Hier sind mir auch noch zu wenig Fenster. Da oben kann man auch bestimmt noch ein schönes Fenster reinbauen. Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Soll ich euch mal füttern? Habt ihr schon wieder Hunger? Ach komm, ich fütter euch mal. Wieso tue ich das eigentlich dahin? So, ich fütter euch mal. Zack, zack. Zack. Halt, willst du hier bleiben? Hallo? Bleib hier. So. Wunderbar. Oh, da hat gerade jemand das Spiel betreten. Da hat gerade jemand das Spiel betreten. Ja, dann sollen Sie mich mal anrufen. Ich bin ja da. Zack. Toll, dass die Hunde jetzt hier im Haus rumlaufen. Das ist auch wunderbar. Raus hier. Kommt. Raus, raus, raus. Raus. Kommt ihr jetzt wohl da raus? Hallo. Hierhin. Hierhin. Zack. Hinsetzen, hinsetzen. Und du auch. Komm. Jawohl. Setz du dich auch mal hin. Du kannst auch im Sitzen wachsen. Victor hat erstmal hier mich begrüßt. Grüße ich natürlich zurück, so nett wie ich bin. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht mit dem Balkon. Sorry, bin auf dem Sofa eingeschlafen. Ja, es passiert mir auch gelegentlich. Balkon, reicht der jetzt so? Oder sollte man den vielleicht noch ein bisschen größer machen? Ich weiß es nicht. Also zu groß sollte er halt nicht sein, weil es dann einfach in Relation nicht mehr aussieht. Ein kleiner Zaun muss da natürlich auch sein, aber ich denke, ich glaube, das reicht aus. Größer muss der nicht sein, weil es dann einfach nicht mehr passt. Hier müssen jetzt noch keine Stützen sein. Hast du einen Flint?